Hallo meine lieben Back-to-Shapler da draußen. Heute findet nicht die Back-to-Shape Live-Show statt, weil ich bin jetzt gerade im Urlaub auf Fuerteventura und sause mit meinem Windsurfboard über den Atlantischen Ozean. Ich wollte aber trotzdem dafür sorgen, dass ihr hier weiterhin eure Impulse bekommt, um weiter an eurem Weg Back-to-Shape arbeiten zu können. Und auch immer mal wieder einen neuen Impuls bekommt. Deshalb habe ich mir heute auch einen Gast wieder eingeladen. Das ist die Ulrike Bossmann von SoulSuite. Die werde ich gleich noch ganz genau vorstellen. Und das Thema heute ist Selbstfürsorge. Und ich kann euch sagen, wenn ihr es schafft, dieses Thema Selbstfürsorge zu verinnerlichen und zu verstehen, was ist das überhaupt? Warum brauche ich das und warum ist es so wichtig, für meinen Weg back to shape zu kommen? Das hängt nämlich alles miteinander zusammen. Dann habt ihr einen riesen Puzzlestein für euch entdeckt, gefunden und könnt ihn einfügen in das große Puzzle. Und wir steigen sofort das Thema ein. Ich möchte dir nur mal Ulrike vorstellen, Ulrike Bossmann nochmal von SoulSuite. Ulrike hat Psychologie studiert, sie ist systemische Therapeutin und heute ist sie Trainerin und Coach. Sie wird gleich uns eine Menge darüber erzählen, wie sie sich um sich selbst kümmert und wie sie das oder wie sie das Thema Selbstfürsorge an ihre Teilnehmerinnen zum Beispiel weitergibt. Privat ist sie sehr naturverbunden. Sie ist unheimlich gern auf Reisen. Ulrike reist gerne nach Afrika und da möchte ich auch nach Südafrika, möchte ich ja auch mal unbedingt, steht ganz oben auf meiner Liste. Und sie liest gerne Blogartikel und sie schreibt auch unfassbar gute Blogartikel, muss ich sagen. Und sitzt gerne in schönen Cafés, fotografiert gerne und malt gerne. Und auch dafür muss man sich halt dann Zeit nehmen. Ne? Hat auch wieder was mit Selbstfürsorge zu tun. Ich sage jetzt erstmal, liebe Ulrike, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, Daniela. Ich freue mich total, dass ich einfach da sein darf und wir so über ein, finde ich, wirklich wichtiges Thema sprechen, ne? Das so vor allem für Frauen, ich glaube auch für Männer, die beschäftigen sich ja häufig noch weniger mit solchen Themen, aber ich glaube eben gerade für uns Frauen ist so Selbstfürsorge einfach so ein zentraler Punkt im Leben grundsätzlich, dass ich das Gefühl habe, ne, mir geht es einfach gut, ich bin so zufrieden und im Reinen mit mir und wie wir ja schon festgestellt haben, so im Austausch, ne, das ist einfach auch klar mit der Frage, wie gut sorge ich für mich, was heißt das dann irgendwie auch für meine Ernährung, für meine Bewegung, dass das einfach ganz eng auch verknüpft ist. Deswegen freue ich mich total, da zu sein. Hallo, liebe Back to Shapler. jetzt bist du ja die Expertin für diese Themen und was mich interessiert, ich bin ja selber so ein, ich könnte ja alle deine Kurse und Challenges auch mitmachen. Eigentlich müsste ich sie mitmachen und vielleicht nehme ich mir auch mal irgendwann die Zeit dazu. Ach, da sind wir schon beim Thema. Eigentlich müsste ich und vielleicht irgendwann, wenn nicht 50 andere Sachen vorher kommen, nehme ich mir mal die Zeit. Oh, gut, ich habe mich selbst jetzt auch selbst aufs Eis geführt gerade. Und dann können wir ja gleich mal darauf zu sprechen kommen, was genau bedeutet Selbstfürsorge, beziehungsweise warum fällt es uns so schwer, und gerade uns Frauen, denke ich, obwohl du hast gerade gesagt, Männer fällt es noch schwerer. Ich glaube, da sind die Frauen noch Vorreiter. Warum fällt es uns so schwer, uns um uns selbst zu kümmern? Also erst alle Projekte abarbeiten und erst um alle anderen kümmern, um die Kinder, um die Mutter, die Pflegebedürftigen versorgt werden und dann irgendwann am Ende, wenn dann so alles erledigt ist, so einmal im Jahr komme ich dann dran. Ja, genau. Theoretisch einmal im Jahr, praktisch ist auch da dann irgendwas anderes Unvorhergesehenes. Ja. Also vielleicht fange ich mal damit an, warum fällt es uns so schwer, ne? Also was kenne ich durchaus auch von mir selber. Also ich finde, man selber ist ja als Experte auch nicht draußen aus seinen Themen. Und ich glaube, das hat so zwei Gründe. Ich glaube, das eine ist tatsächlich ganz platt mal evolutionsbiologisch. Ja? Wir sind als Frauen sozusagen, ist so unser Teil des Beitrags, ist, dass wir auch für andere da sind, dass wir uns kümmern. Ne? Also das war schon in der Steinzeit, saßen wir in der Höhle und haben halt irgendwie die Erbsen gepult und irgendwie geguckt, dass die Kinder nicht ins Feuer plumpsen und so. Also ich glaube, es ist einfach ein ganz evolutionsbiologisch auch angelegter Teil in uns, der sich um andere kümmern möchte. Mhm.
ist ja erstmal per se, finde ich, auch überhaupt nichts Schlimmes. Ich glaube, dass wenn wir anfangen würden als Frauen, ne, zu sagen, das darf ich nicht mehr und jetzt komme immer ich zuerst und sowas, das wäre, glaube ich, überhaupt nicht organisch und würde ganz viel, also uns würde, glaube ich, ganz viel verloren gehen, ne, von dem, was uns auch nährt. Weil wenn man irgendwie feststellt, egal ob das ist, du hast irgendwie ein leckeres Essen gekocht und oder Zeit mit deinen Kindern verbracht und dann strahlen die dich irgendwie an, du hast jemanden, ne, eine Freude bereitet. Ich glaube, da ziehen ganz viele von uns ja auch was raus. Und zugleich gibt es ja auch immer wieder diese gesellschaftliche Erwartung. Ne? Also wenn, wer bleibt daheim und kümmert sich bis heute um die Kinder, wenn irgendwelche Eltern krank werden, ja, wer kümmert sich in der Regel darum? Und dann sind wir Frauen dran. Und insofern, glaube ich, ist es einfach total schwer, ne, auch dort wirklich bewusst zu sagen, das ist ein Teil und das möchte ich auch tun. Und zusätzlich möchte ich aber auch einfach wirklich für mich selber gut sorgen, weil ich weiß, ne, ähnlich wie im Flugzeug, bitte zieh dir erst die Sauerstoffmaske selber auf, weil dann kann ich das gut für andere machen und für die sorgen. Ja. Mhm. Okay. Also bei mir ist manchmal so, dass ich denke, so, ich habe jetzt ganz viel gearbeitet. Mhm. Also, ich spüre jetzt wirklich, dass die Batterien richtig leer sind und dann bewege ich mich in die Badewanne. Mhm. Und das ist ja schon ein unfassbarer Akt des, der Wellness-Therapie, der Wellness-Ausflug, eine halbe Stunde oder eine Stunde vielleicht sogar in die Badewanne zu gehen und danach weiterzumachen, mit dem, was man vorher gemacht hat. Das ist, glaube ich, nicht Selbstfürsorge, oder? Nein, ich würde sagen, es ist vielleicht ein Mini-Teil. Es ist besser als nichts. Aber, es gibt ein großes Aber, was da drin steckt, ist aber, was ich wirklich ganz häufig beobachte. Ne? Es ist nämlich einmal die Idee, ich muss mir das so verdienen. Also erst, wenn ich das und das abgearbeitet habe, also erst, wenn ich die Kinder versorgt habe, wenn ich dieses Projekt erledigt habe, wenn ich mich um den gekümmert habe, ne? Also so wie du es vorhin sagst, wenn die Liste abgearbeitet ist, dann dürfte ich mir, dann habe ich es mir auch verdient, mich um mich selber zu kümmern. Das finde ich ist erstmal so eine Haltung, wo man sich selber erwischen muss, also merke ich das erst, wenn, und Selbstfürsorge per se als eine Haltung. Also ich glaube, es geht eigentlich darum, nicht zu sagen, ne, hier oder da darf ich mir mal irgendwie, lege ich mich mal in die Badewanne. Wie gesagt, das ist besser als nichts. So wie du mir sagen würdest, ne? Also es ist besser irgendwie dreimal im Jahr Brokkoli zu essen, als ihn gar nicht. Aber es ist natürlich am Ende, macht irgendwie dreimal Brokkoli im Jahr, macht überhaupt keine gesunde Ernährung aus und wird auch nicht fruchten. Und so ist es natürlich auch mit Selbstfürsorge. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss mir das verdienen, und vor allem, wenn ich das dann nutze, wie so eine kurze Pausetaste, sage ich dann immer. Und danach geht es aber genauso hektisch, genauso ohne auf mich zu achten, ohne auf meine Bedürfnisse zu achten, weiter, na dann werde ich von diesem Effekt überhaupt nicht viel haben. Also das heißt, für mich geht es eigentlich viel mehr darum, zu gucken, wie entsteht so eine Haltung, wo ich mehr auf mich, auf meine Bedürfnisse achte und dem dann auch wirklich im Alltag, in meinem Verhalten halt auch Rechnung trage. Ja, ja, und wie entsteht so eine Haltung? Hast du da einen Tipp? Na, ich glaube, dass tatsächlich schon mal hilft und dass das, also wie wenn wir so Verhaltensweisen ändern wollen, ne, so Gewohnheiten, das sind ja wirklich eingeschliffene Gewohnheiten, wie beim Essen auch. Das ist einfach erstmal, glaube ich, sich selber da so ein bisschen mit Freundlichkeit zu begegnen, das ist einfach auch erstmal sackschwer. Deswegen finde ich wirklich, alles Kleine ist schon mal gut. Und sich selber zu erwischen, zu merken, guck mal, nee, da hast du eigentlich gegen deine Bedürfnisse gehandelt, ist, glaube ich, auch tatsächlich schon gut, wenn ich das bewusst wahrnehme und dann eben Folgen daraus ableite, ja, so wie ich feststelle, beim Essen, beim sich besser ernähren, Mensch, guck mal, hier bist du schon wieder in die Falle getreten und hast dir mal schnell irgendwie die Pizza in den Ofen geschoben. Das ist ja auch schon ein wichtiger Teil, sich, also das wahrzunehmen und nicht einfach so drüber zu gehen. Und ich glaube, das ist so die Ausgangsbasis, sich selber ein bisschen mehr zu beobachten und zu gucken, wo mache ich es denn vielleicht auch nicht? Es fällt nämlich manchmal leichter auf, in welchen Momenten hätte es mir gut getan, sozusagen anders mich zu verhalten, als ich es gemacht habe. Und damit aber man dann es hinkriegt, sozusagen den Schwung dahin, glaube ich, braucht es schon so wie so, also wie so kleine Gewohnheiten und Rituale, die ich irgendwie dann auch einbaue, ne? Und wo ich irgendwie sage, also
an diesen kleinen Dingen erkenne ich für mich Selbstfürsorge. Und das fängt an körperlich vielleicht, ja, ganz basal, sich die einfach nur mal vorzunehmen. Ich gucke mir über so einen Tag verteilt, check mal ab und an mit mir ein. Ja, und frag mich gerade, also ich kenne das vom Arbeiten total, ja. Mhm. Ich habe jahrelang viel zu wenig getrunken, so nebenbei gefuttert, irgendwie die mega Verspannung, weil ich irgendwie wie so ein Monk irgendwie am Rechner saß. Mhm. Ich vielleicht auch mal. Und da schon allein, das wäre ja auf körperlicher Ebene, ne, gut für sich zu achten, zu sagen, ich einfach erlaube mir mal, keine Ahnung, und wenn ich am Ende mir den Wecker stellen muss, einmal stündlich zu gucken, ach, wie geht's mir gerade? Braucht mein Körper gerade irgendwie einen Schluck Wasser? Braucht der gerade, dass ich mal aufstehe oder mich dehne oder mich mal ein bisschen bewege? Ich glaube, solche, diese kleinen Sachen sind's. Und das ist emotional zu gucken, wie geht's mir da gerade? Also da gibt's noch eine ganze Reihe an anderen Dingen, die man angucken kann. Ja. Mm-hmm. Ja, ich möchte kurz mal darauf hinweisen, warum ich das so wichtig finde, dieses Thema, wenn es ums Abnehmen geht, wenn es um Schäden geht, wenn es um gesunde Ernährung geht. Weil wenn, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, wenn wir es schaffen, das hinzukriegen, das zu erkennen, dass wir eine gewisse Selbstfürsorgehaltung benötigen, um diesen Weg nicht nur anzufangen, sondern auch wirklich durchzugehen, brauchen wir diese Haltung, weil wir haben es gerade im Vorgespräch schon besprochen, es ist viel schwerer, sich zum Beispiel mal sich wieder auf den Markt zu begeben und einen Einkauf zu genießen und auch den mal zu zelebrieren und zu sagen, boah, ich habe hier so viel Zugriff auf tolle Nahrung und die kann ich jetzt. Und sich die Zeit zu nehmen und auch Lust dazu zu haben, weil man für sich selber sorgen möchte, weil man seinem Körper etwas Gutes tun will, ein gesundes Mahl zuzubereiten und das auch mal mit Ruhe und mit Spaß mit der ganzen Familie meinetwegen ein Event draus machen, sage ich Ihnen gerne. Ich mache ein Event draus, laute Musik an, Gläschen Wein ist auch nicht so schlimm. Ein Glas nicht so schlimm. Zu wissen, wie die Tageszeit das jetzt ist. Und da macht er ein Fest aus, dass wir da zusammen als Familie kochen oder als Pärchen kochen. Und auch noch ein Thema, sich vielleicht so wenigstens die Hälfte der Woche Zeit für die Mahlzeit zu nehmen. Weil, ich kenne das auch von mir selber, ne, dann ist man im Stress und dann haut man schnell rein mit dem Zeug und bei mir Gott sei Dank gesunde Sachen zumindest schon mal, aber ich erwische mich auch dabei, dass ich dann nebenbei noch E-Mails checke oder Facebook checke und so weiter. Da habe ich ja sogar mal einen Artikel drüber geschrieben, da muss ich einfach nur über mich schreiben, wo ich was schreiben muss. und wenn dieses Selbstfürsorge-Thema, und das ist auch in meinem Kurs, in meinem Back-to-Shape-Kurs, der jetzt im Sommer wieder startet, ein Thema, ja, wenn das durchdrungen wird, das ist ein Puzzlesteinchen, aber das muss klar sein, wenn ich mich um mich selber kümmern möchte, dann wird es schwer, weil dann sehe ich das gar nicht ein, warum ich das alles machen soll. Mhm. Ja, und ich glaube, wenn ich wirklich Selbstfürsorge als eine Haltung etabliere, ne, dann bedeutet das, dass ich halt erstmal ja überhaupt mir nochmal klar werde, zum einen, was sind denn jetzt hier meine Bedürfnisse? Und dann würde ich vielleicht feststellen, ich würde gerne wirklich, ne, also abnehmen, weil ich eben auch für meinen Körper sorgen will. Also das ist ja nicht ein Selbstzweck, irgendwie abzunehmen, sondern zu sagen, was ist denn das? Vielleicht, weil ich mich dann wieder auch mehr lieben und annehmen kann und mich wohl in meiner Haut fühle, ne, weil ich vielleicht auch beweglicher bin und damit irgendwie Dinge machen kann, Sportaktivitäten, Hobbys, Zeit mit meinen Kindern, die mir irgendwie wieder Freude bereiten und das ist mir eigentlich wichtig, da zu sein. Das heißt, ich glaube, dass indem ich mich damit beschäftige erstmal überhaupt, ne, und Selbstfürsorge nach oben schiebe als eine Haltung, frage ich mich halt immer mal wieder, was ist so mein Bedürfnis? Und ich glaube eben, dass Selbstfürsorge, wenn man es richtig versteht, eben tatsächlich nicht nur angenehm ist. Also sich in die Badewanne zu legen, um mal bei deinem Beispiel zu bleiben und noch eine Kerze anzuzünden und ein Säckchen in die Hand und mir zu sagen, jetzt habe ich mich aber richtig toll um mich gekümmert, das ist schon mal besser als nichts, aber es ist halt der Anfang. Und wenn ich Selbstfürsorge wirklich ernst nehme und meine Bedürfnisse ernst nehme, dann heißt es vielleicht hier oder da auch mal jemandem zu sagen, du, ich würde dir gern helfen, aber jetzt tue ich es nicht aus diesen und jenen Gründen. Und diese und jene Gründe könnten dann sein, weil ich mir auch wichtig bin und weil mir meine Ernährung zum Beispiel wichtig ist und weil ich möchte, dass ich es mir da schön mache, aber dass ich mir auch die Zeit freiräume,
die es auch einfach braucht. Also mir braucht es, das kostet ja ein bisschen mehr Zeit. Also ja, es kostet Zeit, Gemüse zu schnippeln und irgendwie, selbst wenn die Zubereitung schnell geht, viele Vorbereitungsarbeiten, das weiß ich selber, sind es ja nicht. Und ich erlebe das auch immer wieder, dann geht man halt drüber hinweg. Warum? Weil ich vorher nicht diesem Bedürfnis Raum gegeben habe und vielleicht auch nicht Selbstfürsorge dahingehend betrieben habe, mich zum Beispiel abzugrenzen. So, das ist nicht immer, also Selbstfürsorge ist nicht immer nur, ne, die Wellnessbehandlung, sondern ich glaube auch wirklich für sich einzustehen und Dinge zu machen, die vielleicht erstmal unangenehm sind, die aber eben ein Ausdruck sind davon, dass ich gut mit mir umgehen will. Hm. Ja, und das sind so kleine Teufelskreise, die da beginnen können, ne? Wo man dann eben nicht in diesen Flow kommt, ne? Und es gibt, also ich habe mir da früher auch nicht so viele Gedanken drüber gemacht, wie wichtig das ist. Und irgendwo muss man ja anfangen, in diesem, ich kümmere mich um mich, ich sorge auch für meine Gesundheit, dann nehme ich sowieso automatisch ab. Ja, also im Prinzip ist es so, wenn wir uns um unsere Gesundheit kümmern, ist es eigentlich schon fast unmöglich, nicht abzunehmen. Weil man muss sich dann gesund ernähren und sich ein bisschen mehr bewegen. Aber irgendwo muss der Kreis ja rund sein. Ne? Und wenn da irgendwo was fehlt, dann sind wir halt in diesem Teufelskreis. Wir kümmern uns nicht um uns, also brauchen wir das nicht machen, dies und dann haben wir keine Zeit für. Nee, das klappt alles nicht. Ach, ich höre gleich wieder auf damit. Das ist doch alles gut. Ja, genau. Ja, ich glaube, das ist einfach die Gefahr, ne? Wenn ich so Selbstfürsorge missverstehe als so einen Moment von eben, ich lege mich mal in die Badewanne, wenn ich denn mal die Zeit habe, versus, und ich glaube, das ist eine Entscheidung. Also du hast mich gefragt, was braucht es denn, um da hinzukommen? Und ich glaube, es hilft, sich selber zu beobachten, zu merken, wo bescheiße ich mich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, permanent selber. Ich hoffe, ich kann so offen sprechen. ich merke, das ist ein gutes Wort. Also, ne, so, also wo mache ich mir selber was vor und nehme mir aber gar nicht konsequent irgendwie auch die Zeit, die es bräuchte. Und ich glaube, am Ende ist es wirklich eine bewusste Entscheidung. Die steht am Anfang zu sagen, ich möchte mich mehr um mich kümmern oder ich möchte abnehmen. Und dazu gehört auch, dass ich mir Zeiten schaffe, die notwendig sind, um das einfach auch zu tun. Und das ist ja automatisch Ausdruck von eigenen Bedürfnissen und von Selbstfürsorge, weil es eben bedeutet, vielleicht zu gucken, mit wem müsste ich denn auch vielleicht nochmal sprechen, muss ich die Familie anders abholen, damit die mich irgendwie unterstützen, ne? Weil es wird natürlich schwierig, wenn ich für mich was permanent was anderes koche, als meine Familie da irgendwie mitträgt und ich die fetten Soßen, keine Ahnung, irgendwas herstelle, und daneben irgendwie sitze mit einem Knäckebrot, ich überspitze jetzt, und einem Stick. Also und da wirklich zu gucken, ne, was heißt denn das? Wie kann ich es mir auch dann schön machen? Wie kann ich vielleicht eben über den Markt, ja, ich finde, das ist eine Selbstfürsorgehandlung, zu sagen, ich möchte da für meinen Körper und für meine Seele dafür sorgen und nehme mir da auch Zeit, mit allen Sinnen die Sachen irgendwie mitzubekommen. Mhm. Das ist eine Entscheidung in allererster Linie. Was beide gerade so schön gesagt haben, muss ich Zeit dafür nehmen. Und sich, das tut dann auch weh. Man muss sich tatsächlich Zeit freiräumen oder Zeit. Man kann dann die Zeit nicht für irgendwas anderes benutzen, aber ich habe zum Beispiel eine Teilnehmerin aus meinem Kurs, es geht dann irgendwann um das Thema Meal Prep, also Mahlzeiten auch vorbereiten, damit man über die Woche auch immer Zugriff auf gesunde Nahrung hat, und die nimmt sich tatsächlich so einen halben Tag, ich glaube, die macht das sonntags, dann irgendwie am Wochenende und bereitet da ganz viel schon für die Woche vor. Die macht sich richtig klar, das ist halt die Familie, da sind auch Kinder mit im Spiel, zwei, und ja, die macht sich einen Plan, was sollen die essen, was sollen die Gesundes auf den Tisch kriegen, und dann wird schon einiges vorbereitet. Ne? Und das läuft super. Aber diese Zeit, da musste sie auch was hin, ne? Zu sagen, wie mache ich das denn jetzt? Ja, total. Und ich glaube im Grunde, also wenn man jetzt so Selbstfürsorge mal nochmal so auf dieser Bedürfnisebene psychologisch anguckt, ne, und das kann man, finde ich, alles eins zu eins auf die Ernährung und Abnehmen beziehen, dann würde man sagen, naja, was du brauchst, wenn du gut für dich sorgst und deine Bedürfnisse gut nährst, ja, was brauchen wir Menschen? Wir brauchen als erstes irgendwie, also das heißt so schön, Lust, sich Lust schaffen und Unlust vermeiden. Also das heißt, dafür zu sorgen, dass ich Sachen mache, die mir Spaß machen. Und das ist beim Abnehmen auch zu gucken, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie weiß, dass mir irgendwie Gemüse A überhaupt nicht schmeckt, naja, dann muss ich ja jetzt nicht auf Teufel komm raus das benutzen, sondern kann erstmal gucken, welches Gemüse vielleicht macht mir Spaß, oder eben der Gang zum Markt als eben ein schönes Event, wie du sagtest, oder das Familienessen. Also zu gucken, wie kann
kann ich denn dafür sorgen, dass das irgendwie schöner wird, mir mehr Spaß macht oder was daran macht mir Spaß? Vielleicht lege ich tolle Musik auf, ja, während ich irgendwie koche zum Beispiel. Ja. Oder ich telefoniere mit jemandem, der mir wichtig ist und denke, hey, das möchte ich ohnehin machen, mich um den kümmern, mal hören, wie es dem geht und dabei schnippel ich mein Gemüse. So, und dadurch wird es einfach schöner, spaßiger. Das ist, glaube ich, eine Sache, wie man es praktisch umsetzen kann. Ja? Und so das Zweite wäre Bindung. Also wir brauchen, ne, um gut genährt zu sein, brauchen wir einfach das Gefühl, ich bin gut eingebunden. Und da finde ich, ist ja genau das, was du jetzt mit deiner Community hier, was ihr hier miteinander macht, ne, ist ja schon alleine zu sagen, ich habe andere, die mich unterstützen, die mich aufbauen, die mich motivieren, mit denen ich Geschichten teilen kann, Erfolgsgeschichten, aber auch vielleicht mal Scheiternsgeschichten, die mich aufbauen, ja, oder eben auch gemeinsam abzunehmen in der Familie, zu sagen, lass uns da gemeinsam rangehen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Teil von Selbstfürsorge, ne, und zu gucken, wie kriege ich das sozusagen irgendwie gut hin. Also das Beispiel mit dem Markt ist für mich Quality Time, weil ich das immer mit meinem Mann zusammen mache. Das ist immer, also mein Mann ist ja eigentlich der Koch in unserem Haus. Also die Rezepte in meinem Blog, die jetzt auch ab und zu mal erscheinen, sind von meinem Mann. Und das ist für uns das so anderthalb, zwei Stunden Quality Time. Und dann können wir auch noch gleich gesund einkaufen. Ne? Wir nehmen uns so einen Wagen mit, so einen Hacken-Porsche nennt man das ja. Und der ist vollgepackt bis oben hin mit gesunden Zeugs, je nach unserem Lieblingsbiostand. Und dann ist das, was du gerade meintest wahrscheinlich, das Schöne mit dem Nützlichen verbinden. Also Spaß haben an dem, was man sowieso erledigen muss. Ja, und eine gute Zeit mit seinem Mann haben, ne? So wie du sagst, du hast da beides einfach drin. Und ich glaube, das ist schon Selbstfürsorge. Also nicht sagen, jetzt muss ich irgendwie gesunden Scheiß einkaufen und sondern zu sagen, wie kann ich mir das, ne, also wie kann ich, was habe ich denn noch so an Bedürfnissen und wie kriege ich das irgendwie so gut verbunden? Ja, genau. Und wenn ich irgendwas selber, wenn ich mal alleine kochen muss, also da vertreibe ich mir die Zeit ja unheimlich gerne mit Podcasten. Also Podcast hören. Also dann merke ich gar nicht, dass ich was mache. Ich mache mir einen schönen Podcast an. Ich kann dann nebenbei lernen oder nebenbei mich inspirieren lassen. Aber ja, genau. Alle die Leute da draußen, die das noch nicht kennen, Podcast, auf euer Handy, da gibt es eine App und da könnt ihr euch zu jedem Thema dieser Welt tolle Geschichten anhören. Ja, total. Ja, ich möchte euch noch erzählen, Ulrike hat uns noch zwei Geschenke mitgebracht. Also alles, was ich hier tue in den letzten Wochen, ist auf jeden Fall eine super Vorbereitung für euch, wenn ihr Back to Shape kommen wollt. Ob das die Back to Shape Live-Show ist, ob das das Back to Shape Magazin ist, meine Back to Shape Gruppe und so weiter. Das bringt euch auf den Weg Back to Shape und es bereitet euch auch so ein bisschen vor, wenn ihr selber meinen Back to Shape Kurs mal mitmachen wollt. Ihr braucht das nicht unbedingt, aber es wäre so eine schöne kleine Aufwärmübung, all das, was ich euch hier gerade so anbiete in den letzten Wochen. Und das ist Ulrike. Wir wird einmal uns ein Geschenk liefern im nächsten Back to Shape Magazin. Das ist der Wohlfühlguide. Wohlfühlguide heißt das, ne? Genau, so kleine Tipps, ne? Was kann ich sozusagen machen, um mir selber so eine Auszeit zu gönnen? Ja, also sehr schön aufgemacht, sehr schön. Das kann man sich ausdrucken, irgendwo hinlegen in der Küche oder an den Arbeitsplatz, so an die Pinnwand. Und dann hakt man das mal so nach und nach ab. Und sie haben uns noch ein super Geschenk mitgebracht, und zwar wird sie eine Challenge starten in rund 2 Wochen, also 15. Mai ist das, glaube ich. Ne? 16. Mai geht's los, genau. 16. Mai wird sie eine Challenge starten, und diese Challenge wäre auch eine gute Vorbereitung für euch, um euch auf den Weg Back to Shape zu geben, um euch Impulse zu holen. Wofür genau, das erzählst du am besten mal kurz selber, worum geht es in der Challenge genau? Ja, total gern. Sie ist kostenlos, muss ich dazu sagen. Ja, genau. Es ist kostenlos und sie heißt No Mess with Stress. Und das sagt so ein bisschen schon sozusagen, was ist so mein Blick in der Challenge. Also 7 Tage lang bin ich tatsächlich dann auch da als Experte stehe ich zur Verfügung bei allen Fragen. Und ich würde sagen, wenn du das Gefühl hast, dass du einfach auch wirklich mehr Stress hast, als es dir gut tut, ja, du hast mehr To-Dos auf der Liste und merkst einfach, dass zum Beispiel deswegen das Thema Back to Shape kommen, ja, einfach immer wieder nach hinten runterpurzelt. Also sagst irgendwie, ich habe
Stress, weiß eigentlich gar nicht, wie ich diese ganzen Baustellen irgendwie auch übereinbekommen soll, dann bist du herzlich eingeladen einfach zu dieser Challenge, denn es gibt 5 Impulse, also am Wochenende hast du frei für all die genussvollen Sachen, Selbstfürsorge, Momente, hoffentlich vielleicht das Schlendern über den Markt am Samstag, aber an den anderen Tagen werde ich dir jeden Tag so einen Impuls geben, der dir hilft, eine Strategie, wie kannst du besser mit Stress umgehen. Da sind Strategien, eher so Mentalstrategien dabei, aber auch konkrete Blitzentspannungsmethoden, Selbstfürsorge am Ende Methoden, die dir einfach da helfen, ne, so ein bisschen runterzukommen. Weil meine Erfahrung ist, wenn ich super im Stress bin, ja, dann stelle ich erst recht alles, was mit Selbstfürsorge zu tun hat oder auch meinen guten Vorsatz abzunehmen, mich besser zu ernähren, permanent hinten an. Und das kommt mir mal so bekannt vor. Ah, guck mal. Ja, wahrscheinlich nicht das mit der gesunden Ernährung, aber wahrscheinlich. Nee, das nicht, aber alle Bedürfnisse. Ja, genau. Und insofern, wenn dir das auch so geht, ne, dass du so merkst, ich habe vor lauter Stress, merke ich, dass ich es permanent hinten anstelle, dann kann vielleicht auch die Reihenfolge sein, erstmal zu gucken, wie du mit dem Stress gut umgehst, um danach zu sagen, okay, und was kann ich denn jetzt machen, um durchzustarten und einfach einmal abzunehmen und dann nie mehr. Genau, nur noch einmal abnehmen, ist der Slogan meines Kurses. Ja. Also ich werde die Challenge verlinken hier im Video und in der Videobeschreibung und auch auf der, im Back to Shape Magazin werde ich es noch verlinken und überall, wo ich es halt verlinken kann. Weil ich denke, dass es eine super Geschichte ist für meine Teilnehmerinnen oder auch Newsletter-Abonnenten oder Back to Shape die Leute, die in der Back-to-Shape-Gruppe sind. Also finde ich eine super Sache und ich weiß, dass Ulrike das richtig, richtig gut macht und euch extrem viel Impulse geben wird und also nicht extrem viel im Sinne von ihr seid dann überfrachtet mit irgendwas, sondern das macht sie schon sehr mit Fingerspitzengefühl und passt da auch sehr auf euch auf, ja. Also das Perlen aus. Es ist eher die, ich habe die Perlen rausgesucht. Ich mache ja ganz viele Jahre schon Workshops, ne, auch zu diesen Themen. Und ich habe einfach die 5 Perlen, könnte man sagen, rausgesucht, die sich so über die Jahre als die wirksamsten Methoden rausgesucht haben. Also entstresst mich ja nur, wenn ich schon höre, Perlen kriegen. Also, liebe Ulrike, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Danke dir für die Einladung, ganz, ganz herzlich. Ich weiß ganz genau, dass ich gute Rückmeldungen bekommen werde, dass ich wieder Feedbacks bekommen werde in Richtung Gott sei Dank, du hast uns nochmal daran erinnert oder schön, dass ich dass ich mich auch dafür jetzt mal öffnen kann und ich hoffe jedenfalls, dass diese Rückmeldungen kommen und ihr da draußen schreibt uns gerne in die Kommentare unter dieses Video, was ihr an Fragen habt. Ich bin zwar im Urlaub, aber ich gucke da drauf, ich werde die Ulrike markieren. Die wird das sehen, die kann euch darauf antworten, ich antworte euch drauf. Ja. Einfach fragen, okay? Super gern. Und ich finde, eine Frage sozusagen würde ich gern, wenn ich darf, noch zum Ende mitgeben. Ich finde immer so, für mich ist eine Frage, die ich im Coaching stelle, angenommen morgen wäre der erste Tag deines neuen Lebens und du würdest die Idee von Selbstfürsorge auch für dein Ziel, ne, abzunehmen, ernst nehmen. Was wäre ein konkreter erster Schritt, wie du dem Ausdruck verleihen könntest? Was würde sich dann verändern in diesem deinem neuen Leben? Ich finde das eine ganz schöne Frage und falls ihr Lust habt, dann kommentiert doch gern mal drunter, was hieße das denn? Das würde mich total interessieren. Ja, das würde mich interessieren. Mhm. Also, daran können wir dann auch sehen, wer das Video bis zum Ende geguckt hat. Ja, absolut. Wer diese Frage beantwortet. Genau. Ihr Lieben da draußen, ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir haben noch gar nicht besprochen, wann das Video erscheinen wird. Aber können wir gleich machen. Wenn ich wieder live bin, wird es einen kleinen Mini-Workshop geben. Da habe ich mir schon was ganz Tolles ausgedacht. Da könnt ihr sehr, sehr, sehr gespannt drauf sein. Und da werde ich euch live coachen auf eine bestimmte Sache. Und ja, aber mehr verrate ich noch nicht. Also ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video gerade seht. Und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.